Auf schon bekannte, aber immer noch unübertroffene Art holte der Zwickauer Jugendkunstverein Kontraste e.V. die Hauptstraße am vergangenen Samstag für ein paar Stunden aus ihrem Dornröschenschlaf. Zur 10. Kunst- und Kulturmeile boten Petra Küster und ihre Mitstreiter Besuchern und Mitwirkenden die nicht alltägliche Möglichkeit, einmal aus dem Rahmen zu fallen. Und das geschah auf recht vielfältige und vor allem kreative Weise. Sie war nicht nur unübersehbar, in diesem Jahr auch unüberhörbar. Die 10. Kunst- und Kulturmeile in Zwickau. Zum runden Jubiläum stellte der Kontraste e.V. gleich noch ein Straßenmusikfestival auf die Beine. Jens Spontan, die Porridges oder die bunten Hunde konnten so bereits gegen Mittag mehr oder weniger lautstark für das bunte Treiben in der Hauptstraße werben. Um dann im Boden zu sitzen und das Herz zu beschützen, jetzt wär ich gern wieder Kind. Da würd ich Lieder singen für den Wind. Für die Jubiläumsveranstaltung hatte sich die Cheforganisatorin Petra Küster etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wir sind ja mittlerweile im Laufe der Jahre bekannt geworden für verrückte, ungewöhnliche und ja, ein bisschen spektakuläre Geschichten. Und wir haben nach einem Synonym geschaut und selbst Albert Schweitzer sagte ja schon, jeder hat ein Recht, aus dem Rahmen zu fallen. Und wir haben das Recht eigentlich in dieser Stadt, dass wir aus dem Rahmen fallen dürfen. Und deswegen war das Motto so passend für heute, sodass wir gesagt haben, Bodypainting muss dabei sein, Bilder, Rahmen, durch die man sich fotografieren lassen kann selbst. Einfach mal ausprobieren, selber aus dem Rahmen fallen, einfach nicht normal sein. Dass dieser Aufruf auf offene Ohren stieß, bewies die große Resonanz. Nicht nur bei den Besuchern und Mitwirkenden, sondern auch bei den Gewerbetreibenden der Hauptstraße. Uta Röder war von Anfang an dabei. Seit der ersten Kunst- und Kulturmeile ist es der Boutique-Besitzerin aus Gersdorf ein Bedürfnis, das Werk von Heinz Tetzner, dem großen Sohn ihrer Heimatgemeinde und Träger des Bundesverdienstkreuzes, vor dem Vergessen zu bewahren. Er lebt nicht mehr, ist 2007 verstorben und die Tochter hat das Erbe übernommen und von ihr bekommen wir eben diese Bilder für die Ausstellung. Nicht nur die Tochter ist uns entgegengekommen, auch die Gemeinde Gersdorf. Gersdorf betreibt ein eigenes, das ist sein Wohn- und Geburtsort, ein eigenes Tetzner-Museum und ist da auch sehr engagiert, um das in die Welt zu tragen, dass da immer genügend Leute kommen. In diesem Jahr haben wir uns für Tieraquarelle entschieden. Die hatten wir überhaupt noch nicht. Und ich finde, das ist auch mal eine ganz schöne Sache, weil er auch außer Personen, Harlekine, Tiere sehr gut malt. Eine Woche lang sind die Katzen, Kamele und Vögel von Heinz Tetzner bei Uta Rödermoden zu sehen. Ihr zweites Schaufenster hat die kunstinteressierte Boutique-Besitzerin der Zwickauer Künstlerin Regina Franke überlassen. Also wer meine Ausstellung im vorigen Jahr im Domhof gesehen hat, Menschliches, wird sich sicher wundern. Ich bin diesmal mit Landschaften vertreten. Landschaft nimmt ja doch in meinem Schaffen keinen breiten Raum ein, aber ich hatte im Jahr 2010 und 2012 zwei sehr interessante Aufträge, und zwar fürs Schloss Ramenau, Barockschloss. Und da wurden natürlich Landschaften gewünscht, weil das dort das Ambiente darstellen sollte, die Umgebung. Und da habe ich mich dann erstmal intensiv auch mit Landschaften befasst. Und 2012 dann für das Heinrich-Braun-Krankenhaus sind ja doch auch Landschaften für die Kranken etwas, ja, wo man doch auch eine gewisse Ruhe reinbringen kann und mit der Farbigkeit auch aufbauend wirken kann. Bilder ganz anderer Art, nämlich Lebende, bekamen die Besucher vor den Geschäften zu sehen. Das Live-Body-Painting nahm bei der 10. Kunst- und Kulturmeile einen zentralen Platz ein. Wie aufwendig es ist, Farbe auf einen menschlichen Körper aufzutragen, demonstrierte Sebastian Schindler von den Color Junkies vor der Kontraste-Galerie. Sein Model wurde von ihm nicht nur bemalt, sondern im Laufe des Nachmittags in ein Fantasy-Wesen verwandelt.
Das Spezialgebiet von Angela Schatz wiederum sind Make-ups, die sich nicht nur auf das Gesicht beschränken. Also ich bin heute für InHair hier und natürlich möchte ich den Salon ein bisschen nach vorne bringen. Und eigentlich die Ästhetik der Farben und der Frauen einfach so ein bisschen in den Vordergrund bringen. Ich bin Make-up-Artistin und irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte mich individueller gestalten und dann habe ich mit dem Bodypainting angefangen. Und das beherrscht die Münchnerin inzwischen so gut, dass sie davon leben kann. Eigenheit und Eigensinn sind nach eigenen Angaben zwei hervorstechende Eigenschaften der Illustratorin und Künstlerin Miriam Tesla-Kanis. Vor der Kontraste-Galerie fertigte sie Aquarell-Tropfporträts an. Das ist eine besondere Tusche. Das ist keine klassische Aquarellfarbe, die es so in Blöcken gibt, sondern halt schon gut gelöste Farbe, hochpigmentiert. Und die hat halt eine viel höhere Leuchtkraft, eine viel höhere Farbintensität als diese normalen Aquarellfarben. Porträts ganz anderer Art sind das Metier von Ralf Alex Fichtner, alias RAF. Bei dem bekannten Schnellzeichner müssen Models nicht allzu viel Geduld mitbringen. Gleich nebenan signierte Claudia Pulfürst ihre neuesten Kriminalgeschichten. Also ich habe jetzt mal die Bücher vom Buchvolk Verlag mitgebracht, die ja auch, da sind Geschichten drin, die sogar hier in der Buchhandlung spielen, also Mordost, Mordsferien, jetzt sind ja bald Ferien und von mir natürlich meine Bücher auch, sind auch mit da. Man muss halt immer neue Bücher produzieren, weil die Stammleser ja weitere Bände verlangen und wissen wollen, wie es weitergeht mit den Figuren. Apropos Figuren. Nicht zu übersehen bei der 10. Kunst- und Kulturmeile war ein furchterregend ausschauender Stelzenläufer. Geschichtenschnitzer Sven Katz war diesmal als lustiger Straßenkehrer unterwegs. Damit sorgte er nicht nur für allgemeine Heiterkeit, sondern auch für überraschende Erfrischung an diesem heißen Samstag, der trotz Temperaturen um die 30 Grad erstaunlich viele Kultur- und Kunstinteressierte in die Innenstadt zog. Ein Erfolg, der dem Konzept der Veranstaltung recht gibt, den sich der Kontraste e.V. jedoch nicht allein auf seine Fahnen schreiben will. Die Stadt unterstützt uns in jeder Hinsicht schon die ganzen Jahre. Das Amt für Wirtschaftsförderung, selbst die Frau Dr. Findeis oder das Kulturamt, die stehen alle hinter uns. Also alle Ämter, wenn es um Genehmigungen geht, finanzielle Unterstützung, um dieses Highlight jedes Jahr zu stemmen, sind wir unendlich dankbar. Müssen wir wirklich so sagen, ich glaube, in keiner anderen Stadt wird das so gehandhabt, vor allen Dingen, dass man so verrückte Sachen auch machen kann, ohne dass man groß erklären muss, sondern sagen, macht. Wir freuen uns drauf auf die nächste verrückte Aktion. Kommen auch vorbei. Also, was mich riesig freut, sie haben so viele Termine. Und wenn man dann ja, als kleiner Veranstalter dann so eine Beachtung findet und die sich freuen, dass die Kunstmeile wieder stattfindet, das ehrt einen auf einer Seite. Und ich gebe der Stadt immer gerne was zurück in der Form von solchen Veranstaltungen, dass ich mir wieder was einfallen lasse, weil ich glaube, viele andere Städte beneiden uns, dass in Zwickau sowas möglich ist. Welchen Spaß alle Beteiligten hatten, war auch beim obligatorischen Abschlussfoto zu erkennen, bei dem die Protagonisten der Jubiläumsveranstaltung noch einmal aus dem Rahmen fallen durften. Dass Bodypainting und Kunst- und Kulturmeile irgendwie zusammengehören, war ohnehin bereits vorher klar.